Herzlich willkommen, lieber Krebs, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wir schauen uns die Energien für diese Woche für dich. Ich hoffe, du hast dir das Energy Update schon mal von mir angeschaut. Ich werde diese Energien hier jetzt nicht wiederholen. Was ich für dich wahrgenommen habe, ist eine Art Leck, dass du emotionalen Leck, das du hast. Und zwar, ich habe letztens ein wunderschönes Bild gesehen, ein kleines Video. Fragt mich jetzt bitte nicht, wo das ist. Kanada oder so, ein Stausee, das, wenn es eine bestimmte Höhe übernimmt, dann gibt es einen künstlich gebauten Loch, wo das Wasser quasi dann abkommen kann. Das sieht unglaublich aus. Man hat das Gefühl, dass das Wasser in das Innere der Erde abfließt. Aber eigentlich weiß ich habe keine Ahnung, wo das Wasser wegfließt. Ja, das ist vom Bild her unfassbar schön. Ja, aber da läuft das Wasser weg. Man weiß nicht wohin. Ja. Und das sind Unmengen. Das sind Unmengen. Also du hast ein Leck, lieber Krebs. Irgendwo fließen deine Gefühle weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das dir sogar bewusst ist. Schauen wir mal. So, lieber Krebs, was sind denn deine herausfordernden Energien in diese Woche? Okay, da ist eine Abschlussenergie. Und du verweigerst dich dem Schluss. Du sagst nein. Und das ist dein Leck. Ja. Deine Energie fließt immer noch in eine Beziehung, die eigentlich zu Ende ist. Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dir tatsächlich noch bewusst ist, dass du da einen Energiefluss hast. Genau. Da fließt es. Es sollte ja fließen. Ja, natürlich sollte es fließen. Aber das macht dich fertig. Ja, das macht dich fertig, weil das für dich dann nicht genug übrig bleibt. Du musst dich eh erneuern, ja, nach diesem Schluss. Du musst dich eh, falls ihr Geräusche hört, das sind nur meine Kinder, die einfach durchdrehen bei diesem Wetter. Durch dieses Schlussthema, es ist eh unfassbar anstrengend, energieraubend. Und das entnimmt dir die Energie zum Wiederaufstehwachstum, ja? Das ist Hoffnung auf noch ein Angebot, ja, auf eine Entscheidung. Und das ist auch wiederum eine Erkenntnis, die du haben solltest, dass du eigentlich immer noch wartest, ja? Du immer noch wartest auf ein Angebot oder vielleicht sogar überlegst, selber ein Angebot abzugeben. Ja, keine Ahnung. Da ist eine Beziehung, die das ist ein Hin und Her, ja? Schau mal. Das ist super Glück, ja? Da ist er, hat dir gesagt, dass er dich liebt, ja? Dann war das Zentrum. Dann wurde es irgendwie bekämpft, aus welchem Grund auch immer. Gab es Streitereien, was auch immer. Dann hast du dich abgewendet, aber du konntest nicht wirklich weiterziehen. Dann war es wieder gut, dann war es wieder schlecht, dann war es wieder gut, ja? Das ist
Das ist ein schicksalhaftes Ende, welches du nicht wahrhaben möchtest. Denn du kannst es noch nicht wahrhaben, dass ihr nicht bei der Glückseligkeit gelandet seid. Ja, diese Verbindung ist extremst und das ist das Slack, ja, das fließt die ganze Zeit von dir ab in Richtung von in diese Beziehung. Du wirst nicht aufstehen können, du wirst dich nicht aufbauen können, wenn du nicht anerkannt hast, dass du die Situation gehen lassen musst. Ja? Dass du die Situation entlassen darfst. Sonst kann keine Erneuerung in dir, um dich herum und in deinem Leben zustande kommen. Und auch wenn hier Versuche kommen, wieder auf dich zuzugehen, auch da mal ein Nein sagen zu dürfen, ja. Absolut anstrengend. Die erkennt, also die Vergangenheit war anstrengend und die Erkenntnis, ja, dass daraus nichts wird, das, da folgt ein Krieg in dir, ja. Das Schöne ist, du musst ihn ja nicht hassen, du musst ihn ja nicht bekämpfen, du musst gar nichts. Es geht darum, du darfst in deinem Herzen schließen und trotzdem weitergehen, ja? Heilung bedeutet insofern nur, Verantwortung für eigenes Leben zu übernehmen, ja? Heilung bedeutet, sich die Situation anzuschauen aus einem objektiven Blickwinkel. Objektiver Blickwinkel entsteht damit, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Freundin uns die Situation erzählt. Naja, objektiv ist gar nichts, ja. Also das können wir schon mal streichen. Das Wort ist total abstrakt. Ja, erstmals. Aber zumindest mal haben wir einen objektiveren Einblick in die Situation. Wenn wir uns vorstellen, eine Freundin kommt zu uns und erzählt uns diese Geschichte, deine eigene Geschichte, was würdest du ihr raten? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, es gibt Chancen und es gibt Chancen, ja? Es gibt Chancen, an denen wir arbeiten können und es gibt Chancen, in denen, egal wie viel wir investieren, nicht gewinnen können. Kämpfen lohnt sich hier nicht. Hier geht es darum, schließ das in deinem Herzen ab und geh weiter. Und das ist auch der schicksalhafte Veränderung, die du hier tun kannst für dich, ja, um hier aus diesem, ja, Schlamassel herauszukommen. Das sind mir zu viele Karten. Aber auch schon wieder der Neubeginn, diese Hoffnung die ganze Zeit. Es wird noch was draus. Ne? Genau. Ich kann nicht aufhören, diese Verpflichtungen und diese Hoffnungen und diese Themen mit mir rumzuschleppen, statt einfach zu sagen, scheiß drauf, alles weg. Weiter geht's, ja. Situation transformieren.
Ja, immer noch diese Hoffnung, was muss ich tun, damit ich hier noch gewinnen kann? Was muss ich tun, damit ich bei 10 der Münzen mit dieser Person ankomme? Es geht nicht darum, um zu kämpfen, ja, weil hier gibt es nichts, worum man noch kämpfen kann. Hier geht es nur und ausdrücklich darum, diese Erkenntnis für sich anzunehmen, sie zu akzeptieren und neu zu starten, ja. Ja, einfach in Liebe diese Person, diese Situation in dem Herzen zu schließen, in der Erkenntnis und der Akzeptanz dessen, dass es irdisch nicht mehr zu erreichen ist und damit Zufriedenheit und Frieden zu schließen. Ja? Und du darfst ja auch traurig sein, aber du darfst ja auch weitergehen, um woanders, auf eine andere Stelle, mit einer anderen Person die 10 der Münzen zu erreichen. Was hier aufhört, ist der Illusion nachzugehen und alles Mögliche dafür zu unternehmen, damit es am Laufen bleibt. Ja, irgendwie, weil das ist natürlich ein Selbstbetrug. Und eben gleichzeitig die Heilung dadurch, dass man die Verantwortung für sein Leben übernimmt. Ja. Ohne sich dabei selbst zu belügen. So, ich werde hier mir mit dem Orakelkarten gleich dein Gegenüber anschauen. Schauen wir mal, was da auf der anderen Seite passiert. Ja, da ist Rückzug, da wirst du nicht viel von diesem Mann hören. Eine partnerschaftliche Legung und wenn ich Action sehe, werde ich noch mal eine Zeitkarte ziehen. Den Link zu der Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gleich drüben sehen. Aber wenn wir diesen Mann auch nicht anschauen möchtest, ist es auch vollkommen in Ordnung. Es ist nur wichtig, dass es uns einfach bewusst wird, wo unsere Abhängigkeiten noch bestehen. Ich sage explizit Abhängigkeit, nicht mehr Bedürftigkeiten. Und damit wir die auch dann canceln können. Du hast einen emotionalen Leck, du hast einen Ressourcenleck, du hast einen energetischen Leck und schau mal, dass du den einfach mal verschließt, sonst gehst du ein und kannst umso weniger und mit größerem Aufwand nur noch wie Phönix aus der Asche auferstehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Etwas schwierigere Woche, aber ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Ich wünsche dir alles Gute. Ach so, warte mal. Das ist jetzt nur ein Tipp von mir, weil dieses Stausee, was ich da gesehen habe mit diesem Leck, das entsteht nur, wenn zu viel Wasser drin ist. Ja? Das bedeutet, wenn der See niedrig steht mit niedrigem Wasserstand, dann wird dieser Leck nicht entstehen. Vielleicht musst du deine Emotionalität in dem Ganzen reduzieren, würde theoretisch ja auch ausreichen. Ja? Also weniger Engagement in das Ganze. Und schon wird das deutlich besser. Okay? Je weniger Fokus in dieser Situation, umso besser. Okay? Das ist noch so ein Tipp von mir. Danke, ciao!